Einige von Ihnen haben offenbar besonders auf diesen Vortrag gewartet. Möglicherweise ist er auch sehr spannend. Jedenfalls, wir finden das Thema sehr spannend. Und worum geht es? Ich knüpfe an bei Nikola Tesla, im Prinzip an den Ausspruch, den Toby Grotz heute mehrmals gebracht hat. I have harnessed the cosmic rays and caused them to operate a motive device. Er sagt, es ist mir gelungen, die kosmischen Strahlen oder die kosmische Energie anzuzapfen und sie dazu zu bringen, dass sie in der Lage ist, ein Antriebsgerät zu betreiben. Das war am 10. Juli 1931. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir in unserem Buch von Herrn Jebens die Urkraft aus dem Universum einen ausführlichen Bericht gebracht haben, vom Vater von Herrn Jebens, der von Tesla eingeladen worden war. 1930 war das damals, und er war vom Edison eingeladen und hatte dann die Chance, auch Tesla kennenzulernen. Und Tesla hat ihm dann ein Auto gezeigt, das war ein Elektroauto, ein umgerüstetes Auto, Benzinauto auf Elektroantrieb, das aber mit einer speziellen Energieanlage betrieben wurde, hatte also keinen großen Elektrobatteriepack drin. Und offenbar gab es das. Tesla hat das mit ins Grab genommen. Man weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber er wusste schon einiges mehr als einige von heute. So, das ist praktisch der Start jetzt in diese Technologie. Er sagte, da oben steht es auf Deutsch. Und jetzt nur ganz kurz zu Tesla. Er hat viele Erfindungen gemacht. Ich weiß gar nicht genau, wie viele, aber hunderte. Und eine seiner Erfindungen war auch ein mechanisches Schwingungssystem mit Resonanzaufschaukelung. Das ist eigentlich nichts, Revolutionäres. Er hat einfach die Erkenntnis benutzt, dass es möglich ist, Schwingungsenergie zu akkumulieren. Und Sie wissen ja, dass bei großen Erdbeben, haben Sie gewaltige Energien, die in der Erde aufgrund der Verschiebung von Kontinentalplatten oder lokalen Ereignissen kumuliert werden. Das heißt, es fängt an mit einer Schwingung, die wird dann aufgebaut, und dasselbe haben wir ja bei Hurricanes, bei Tornados und so weiter. Das heißt, es können gewaltige Energien kumuliert, das heißt gespeichert werden und auch ausgelöst werden mit sehr kleinen Anfangsenergien. Er hat ein solches Gerät gebaut, das ist eine Kombination von einem mechanischen Schwinger mit elektromagnetischen Spulen. Das hat er mal zum Spaß oder zum Test eingeschaltet in einem Haus in New York 1887. Er befand sich da in dem Haus beim Justieren, und da hat er gemerkt, dass das Haus zu vibrieren anfängt. Und dann hat er gemerkt, hoppla, ich muss Acht geben, sonst stürzt das ganze Haus, das war, glaube ich, ein kleiner Wolkenkratzer, ein, weil er die Resonanzfrequenz dieses Hauses getroffen hat. Und Sie kennen ja dasselbe Phänomen, wenn Sie einige hundert Soldaten auf einer Brücke marschieren lassen und die schaffen es, genau im Gleichschritt zu laufen und dann noch die Frequenz, die Eigenfrequenz der Brücke zu treffen, dann wird es kritisch. So, er meldete dieses Patent an unter dem Namen Reciprocating Engine. Jetzt, warum sage ich das? Ein bisschen kleiner aktueller Anlass. Es gibt eine interessante Studie der Universität of Texas in Austin, Abteilung Mechanical Engineering, die in Texas befassen sich sehr ausführlich oder eingehend mit Schwingungsphänomenen, auch im Zusammenhang mit Tornados und Ähnlichem. Sie haben in einer wissenschaftlichen Arbeit, die ist schon vor einigen Jahren erschienen, ich habe sie vor kurzem entdeckt, von zwei Forschern, Kipouros und Longoria, sie haben elektronische Spannungsbooster genau berechnet, hydraulische Widerpumpen und gekoppelte Jojo-Systeme. Warum ich gerade die interessant finde, sage ich dann nachher. So,
Die elektronische Variante eines solchen Booster-Systems, wo man praktisch eine Spannungs- und damit auch Energieaufschaukelung hat, ist hier dargestellt. Sie haben hier einen Resonanzkreis, der besteht aus der Spule und dem Kondensator und dann noch einem Gleichrichter, sodass das nur in eine Richtung geht, und einer Energiequelle. Eine Energiequelle brauchen Sie natürlich, das ist klar. Und dann haben Sie einen Schalter, in dem Fall einen Transistorschalter, der im richtigen Moment die Energie oder die Schwingungsenergie, die hier aufgebaut wird, hier rüberbringt und dann auf den Kondensator auflädt. Und mit dieser Anordnung sind Sie in der Lage, Spannung zu erhöhen. Das heißt, deshalb Spannungsboosten. Deshalb wird die Spannung hier auf der Batterie um einiges höher sein am Ausgang. Und Sie sehen hier das Phasendiagramm, wie sich das so aufschaukelt. Und hier sehen Sie ein Beispiel der Spannung auf dem Kondensator. Wenn Sie einen zu kleinen Kapazitätswert haben, dann haben Sie hier noch Schwingung drauf. Wenn Sie das etwas größer machen, eine größere Kapazität, dann haben Sie aufgrund der Gleichrichtung ein Einschwingen auf einen bestimmten Wert, der einiges höher sein kann als die Batteriespannung. Nun, ähnliche Systeme gibt es auch im mechanischen Bereich. Wir kennen hier sogenannte Jojo-Systeme. Kennen Sie so das japanische Jojo, das natürlich mit der Schwerkraft läuft, aber Sie müssen das Ding erstmal anstoßen. Das heißt, einen gewissen Stoß geben, und das ist die Anfangsenergie, die Sie hineingeben. Die Schwerkraft alleine, die wirkt als, soll ich sagen, konventionelles Kräftesystem hier nicht in dem Sinn beschleunigend. Nun, da sehen Sie, was da steht. Es wandelt periodisch potenzielle Energie in Rotationsenergie um, weil das Ding geht nach unten, geht wieder nach oben, gewinnt wieder potenzielle Energie, verliert Rotationsenergie, und wenn es wieder runter geht, gewinnt es wieder Rotationsenergie. Und das kann man doch kombinieren, indem man innen drin jetzt im Radius kleine Zylinder einbaut, die auf einer Feder gestützt sind und dann natürlich aufgrund der Zentrifugalkraft schwingen können. Das heißt, das ist doch ein relativ komplexes System, und aus diesem Grund, Sie sehen hier auch die Abbildung und die Winkel und so weiter, hat das ein Universitätsteam genau berechnet, was da abgeht. Ist also nicht ganz so einfach. Und, aber wie gesagt, wir brauchen hier auch eine definierte Startenergie. Es wird also hier nichts geschenkt, aber es ist interessant vom dem mathematischen Ablauf. Nun kommen wir zum hydraulischen Widder. Das ist eigentlich die Ausgangsbasis zu der Erfindung, über die wir jetzt zu Ihnen sprechen wollen. Der hydraulische Widder, den kennen Sie vielleicht, der hat den Vorteil, Sie brauchen keine Elektropumpe, um Wasser hochzupumpen. Und das ist natürlich sehr hilfreich in Drittweltländern, wo Sie kein Stromnetz haben, aber Sie haben viele Felder auf höheren Ebenen, und manchmal ist das Wasser nicht oben, sondern unten. Das heißt, Sie müssen das Wasser von einem Fluss oder von einem kleinen Becken nach oben pumpen. Wie machen Sie das? Das machen Sie gemäß einer Erfindung, die schon etwa 200 Jahre alt ist. Sie können damit mit dem hydraulischen Widder mit Hilfe von bestimmten Ventilen und einem Pufferspeicher, das ist ein Windkessel, erreichen, dass das Wasser in einer Treibleitung runterfließt, das Ventil aufmacht, dann spritzt etwas Wasser raus, das geht dann verloren, und dann wird aber in einem bestimmten Zyklus dieses Ventil aufmachen, Wasser geht in den Windkessel rein, drückt dieses Luftpolster zusammen, und irgendwann blockiert dann wieder dieses Ventil, und das zusammengedrückte Luftpolster bewirkt, dass jetzt ein Druck auf das Wasser erfolgt und das Wasser hochgedrückt wird. Natürlich dann nur ein kleiner Teil des Wassers, und es gibt so Erfahrungswerte, dass die aus dem Stoßventil austretende Wassermenge manchmal oder oft das 10- bis 15-fache von dem Wasseranteil ist, der nach oben gepumpt wird. Wirkungsgrad liegt daher je nach Ausführung zwischen 25% und 80%. Das ist klassische bekannte Technik. Wir waren selber im Jahr 2001, vor 14 Jahren, in Deutschland, in Ostdeutschland, bei einer sehr bekannten Firma, die solche Widder noch heute baut, für Deutschland, für Drittweltländer und dergleichen. Ist also heute immer noch ein Thema, obwohl man auch Elektropumpen hat. Aber nicht überall hat man eine Steckdose. Und Dieselaggregate einzusetzen, dafür ist auch nicht sinnvoll. Hier nur ganz kurz ein Rückblick in die Geschichte. Erfunden wurde der hydraulische Widder von John Whitehurst und beziehungsweise Joseph Michel Montgolfier. Und die haben dann diese Sache perfektioniert. Sie sehen sie aus einem alten Buch, aus Wikipedia ist das publiziert, wie das so ausgeschaut hat. Nun zurück zu dem Jojo.
Und das ist jetzt so etwas Ähnliches. Sie sehen, können sich erinnern, das Jojo, das war so ein Rad mit schwingenden Kolben. In diesem Fall haben wir jetzt zusätzlich zu den schwingenden Kolben noch elektromagnetische Spulen, die mit Strom beschickt werden können und dann gezielt gesteuert werden können. Wir haben hier, das ist aus einer Patentschrift wohlgemerkt, einen Antrieb mit einem Motor am Umfang der Peripherie und der lässt das Rad einfach drehen. Und jetzt kann man mit diesem System Folgendes machen, entsprechend der Patentschrift, das hat angemeldet ein Professor Popescu aus Bukarest, der ist in den 70er Jahren in den Westen gegangen, der war dort in Bukarest Ordinarius für theoretische Mechanik und er hat festgestellt, dass es möglich ist, mit mechanischen Systemen Systeme zu bauen, die mehr Energie abgeben, als man mechanisch reinbringt. Normalerweise sagt man, das ist unmöglich, das Perpetuum mobile oder weiß ich was. Aber er war schlau genug, er kannte sich aus mit der gesamten theoretischen Mechanik, Magnus und so weiter. Und da gibt es durchaus Systeme, die das möglich machen. Und warum das so ist, das zeige ich gleich. Und warum ich das sage, ist, das ist auch eine Einführung zu der Technologie der Weiterentwicklung des hydraulischen Widers. Nun, was haben wir hier? Wir haben ein Schwingungssystem. Sie wissen ja, ein Rotationssystem ist im Prinzip auch ein Schwingungssystem. Er nannte das eine Resonanz-Pulsations-Drehmotor. Das heißt, wir haben hier auch eine spezielle Resonanz. Wir haben pulsierende Massen und dadurch, dass diese Masse von innen nach außen pulsiert, haben wir laufend und zwar dann periodisch und getaktet eine Änderung des sogenannten Trägheitsmomentes. Trägheitsmomentes ist bei einem rotierenden System dasselbe wie bei einer Masse in einem linearen Bereich. Wenn Sie also die Masse ändern, dann haben Sie, Sie wissen ja, K gleich M mal B, eine andere Kräfteverhältnis und hier haben Sie eben andere Drehmomentverhältnisse oder Drehenergie und das ist das Trägheitsmoment, das hier verändert wird. Die Anmeldung können Sie nachlesen, können Sie alles aufschreiben, dann wissen Sie es. Und bei seinem Motor handelt es sich, und so nennt er das auch, um einen nichtlinearen, weil Sie haben hier immer wieder Änderungen von Systemparametern, also ein parametrisches System eigentlich, ein selbsterregungsfähiger und gleichzeitig zwangserregter, weil Sie hier diese Spulen zwangserregen können mit einer Computersteuerung, also zwangserregten Schwinger mit Permanentlaufeigenschaften. Permanentlaufeigenschaften, das klingt natürlich, wenn die Patentleute das richtig gelesen haben, sehr verdächtig nach Perpetuum mobile und das war wohl auch der Grund, dass es nie zu einem Patent gekommen ist. Manchmal kommt es natürlich auch nicht zu einem Patent, weil dem Anmelder das Geld ausgegangen ist, das weiß ich nicht. Aber es ist eine heikle Sache, aber der Patenttext ist außerordentlich interessant auf Deutsch, aber man kann das natürlich auch in Englisch übersetzen. Er hat herausgefunden, dass sich ein Schwungrad mit gesteuerten radialen Schwingkolben so betreiben lässt, es geht also nicht so einfach, man muss es ganz gezielt machen, dass sich ein parametrischer Resonanzbetrieb ergibt. Und dann schreibt er, der aufzuwendende Energieaufwand kann kleiner sein, als von der ausgekoppelten Rotationsenergie abgegeben wird. Nun, wo wird es abgegeben? Hier haben wir die Achse und an der Achse sitzt ein Generator, hier sehen wir Feldspulen, da kann man dann Energie, also Strom, auskoppeln. Und das System, jetzt schreibt er, kompensiert die zusätzliche Energie, indem es elementare Energiequanten aus der Umgebung aufsaugt bzw. einsammelt. Das ist etwas, was wir in der Mechanik eigentlich nicht kennen oder gewohnt ist. Sie kennen zwar die Wärmepumpe, damit liefern Sie Energie in das Haus hinein. Das ist natürlich die fluktuierende, statistisch sich bewegende Energie der Moleküle. Aber dass Sie mit einer ganz normalen, klassischen Maschine in der Lage sind, Energie aus der Umgebung, also ökologische Energie, einzufangen und zu nutzen, auf die Idee wären Sie nicht gekommen, ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Nun, er schreibt dann, dass der Energiesatz auch hier gültig ist, wobei die Energiezufuhr statt auf Makroebene, also indem ich da irgendwas betreibe, vor allem auf der Mikroebene erfolgt. Und er schreibt noch mehr, mathematisch betrachtet wird die Stabilität der stationären Schwingungen eines solchen selbsterregten Systems von der Lyapunov-Funktion behandelt. Die Mathematiker hier wissen vielleicht, was das ist. Und die sorgt für stabile Zustände, die dann entweder gegen einen Maximalwert oder gegen einen Minimalwert streben. Der Physiker de Broglie, viele kennen ihn, hat in der Thermodynamik des isolierten Teilchens mal
beschrieben oder darauf hingewiesen, dass Schwankungen der Masse einzelner Teilchen, also einzelner Molekülpakete oder so, als Folge des ständigen Energieaustausches mit dem subquantischen Milieu zu interpretieren sind. Nun, was ist das subquantische Milieu? Da sind wir schon nah dran an der Vorstellung eines Äthers oder Hintergrundfeldes, das Energie zuführt. Das heißt, jedes Materieteilchen steht in ständigem Kontakt mit dem Wärmereservoir des subquantischen Milieus. Nun, das kann man noch etwa verstehen. Man kann also Wärme nutzen in einer anderen Art als eine Wärmepumpe, aber ganz so einfach kapieren wir das wahrscheinlich nicht. Nun, ein bisschen zum nächsten Thema. Wir hatten ja heute eigentlich vorgehabt, dass der Fabrice André aus Frankreich käme und er hatte ursprünglich auch gehofft, einen sogenannten Rotowärter mitzubringen, hatte dann aber geschrieben, er bringt wahrscheinlich nur einen Film, weil der zu schwer ist. Das ist eine Kombination von einem Motor und einem Generator. Jetzt wissen Sie vielleicht von heute Morgen, der Tewari hat ja auch einen Motor gehabt auf seinem Ständer und hat damit einen Generator anbetrieben. Nun, der Generator hatte spezielle Wicklungen und war dann in der Lage, mehr Energie abzugeben, als er in den Motor hineingepumpt hat. Und genau das haben wir bei sogenannten Rotorwärtern. Sie nehmen zum Beispiel einen 1 Kilowatt Motor, machen eine bestimmte Anordnung, mechanisch oder elektrisch, und betreiben einen Generator zum Beispiel von 5 Kilowatt. Und wenn Sie das richtig machen, es gibt da verschiedene Überlegungen, entweder mit Unwuchtelementen und so weiter, dann sind Sie offenbar in der Lage, mehr Energie abzugeben, als Sie hineinpumpen. Und das ist nur einer von Dutzenden, die weltweit solche Sachen gebaut haben. Das ist der Hector Perez Torres aus, glaube Mexiko. Er nennt das Resonanzkonverter. Er hat bei seinem System Verstärkungen von 256%, also COP von 2,56, festgestellt. Können Sie alles nachlesen im Internet. Nun, ich zeige Ihnen etwas aus Russland. In Russland gibt es sehr viele interessante Forschungen. I translate it in English. We have in Russia a lot of inventors who have invented so-called rotowärter. That is a combination of motor and generator. Hier sehen wir hier einen Motor. Ne, hier ist der kleine Motor und hier der Generator. Der wird jetzt angetrieben über einen Kettenlauf und über einige Planetenräder mit Schwungeffekt und vielleicht einer Imbalance auch. Hier ist ein Schaltbild und die Motor-Generator-Kombination erzeugt in diesem Fall 6 Kilowatt an der Generator-Ausgangsleistung, braucht aber am Motor nur 0,5 Kilowatt Eingangsleistung. Sie würden alle sagen, unmöglich. Aber wir kennen einen Professor Philipp Kanarev. Er war 2001 in der Schweiz, hat einen großartigen Vortrag gehalten, damals über Wasserstofftechnologie. Und er ist auch ein Experte für theoretische Mechanik. Ich kriege jeden Tag E-Mails noch von ihm. Er schreibt, sitzt in Krasnodar. Er hat in seiner Einführung zur Mechanodynamik, so nennt er das, Systeme beschrieben mit einer Effizienz, die über 100% ist. Solche Anlagen gibt es in Russland, Europa und anderen Ländern. Laut Kanarev zeigen die theoretischen Berechnungen, er hat also so theoretisch berechnet, dass die mechanische Effizienz von Unwuchtmaschinen größer als 100% sein können. Sie wissen, und ich auch alle, das kann ja wohl nicht sein, denn dann würde ja der Newton nicht stimmen oder man müsste den Newton modifizieren. Also das ist eine ganz heikle Sache, aber es gibt viele Wissenschaftler, die arbeiten darin. Nun kommen wir zum eigentlichen Thema, hydraulischer Widder. Und jetzt zeige ich Ihnen ein Patent, das ist noch nicht gebaut, von einem hydraulischen Widder, der ist optimiert worden. Sie haben vielleicht vorher gemerkt, der hydraulische Widder verliert immer Wasser an diesem Stoßventil. Das ist ein bisschen lästig und man kann das optimieren. Einer, der das optimiert hat, das ist Herr Müller aus Deutschland, der Begründer Hartmut Müller, Dr. Hartmut Müller, spricht auch Russisch, viel in Russland gewesen, der hat das sogenannte Global Scaling entwickelt. Mit Global Scaling hat man eine Methode in der Hand, um gewisse Abläufe in der Mechanik, Elektrotechnik und so weiter zu optimieren. Er hat jetzt einen hydraulischen Widder sich vorgenommen und hat alle Parameter, mit Parameter meine ich die geometrischen Abmessungen und so weiter, optimiert und hat dann festgestellt, und das hat er in seinem Patent beschrieben,
dass er auf Wirkungsgrade bis zu 92% und mehr kommen kann mit seinem System. Das kam, führte ihn dann zu der Idee, ja gut, dann könnte ich doch Wasser hochpumpen, ich lasse das Wasser wieder runterfallen, gebe es auf die Turbine und die Turbine macht Strom. Das heißt, ich habe hier so einen Stromgenerator. Das ist wohlgemerkt nicht Over Unity, aber schon mal ein optimierter hydraulischer Widder. Jetzt gibt es neuere Entwicklungen und das ist das, über das wir heute vor allem sprechen, von Vyacheslav Marukin und Valentin Kudjenkov. Sie haben im Jahr 2000 ein Konzept entwickelt, wie man dieses Stoßventil, das offen ist, das immer Wasser hinausspritzt, ersetzen kann durch ein internes Ventil. Das interne Ventil schließt jetzt dieses Rohr rhythmisch, periodisch, je nach Bedarf. Das läuft dann auch automatisch gesteuert, aber es geht kein Wasser mehr verloren. Und Sie haben dann festgestellt, theoretisch und dann praktisch, dass das funktioniert. Damit kann ich einen hydraulischen Widder in einem geschlossenen Wasserreservoir betreiben. Ich kann zum Beispiel so ein Ding in einen Wasserbehälter, also einen kleinen Baggersee oder sowas tun, so in der Regel etwa 20 Meter tief, damit ich hier einen Wasserdruck habe. Man braucht die Anfangsenergie, damit das Ding losläuft. Und dann pumpt das immer hin und her, das geht immer zyklisch, so im Sekundentakt, und pumpt das Wasser nach oben. Und jetzt haben wir genau die Situation, Wasser ist oben, fällt wieder auf das Wasser rein, ich habe wieder das Wasser zur Verfügung. Das heißt, Sie können das ganze System schließen. Und dann läuft das. Und es gibt auch viele Experimente, die das gezeigt haben. Und jetzt zeige ich Ihnen zunächst die beiden Promotoren, Erfinder. Es gibt zahlreiche Patente von denen, russische und europäische Patente. Eine ganze Reihe von Patenten sind zum Patent bereits angenommen worden. Der Erfinder ist ein Doktor der physikalischen Wissenschaften in Russland. Und er hat eine umfangreiche Studie gemacht über, ich glaube, 100 Seiten mit 500 Formeln, die habe ich nicht, die ist ein bisschen geheim, aber es gibt Auszüge davon. Und wichtig ist, dass alle Parameter aufeinander abgestimmt sind. Ähnlich wie das auch der Dr. Hartmut Müller gesagt hat, man muss genau wissen, wie man das berechnet. Nun, wie läuft so ein Widder in Eigenresonanz? Ich will jetzt das im Detail nicht erzählen oder berichten, weil es sonst etwas zu weit führt. Aber ich habe das ja auch schon kurz erwähnt. Wir haben hier einen Wassereingang, wo hier das Wasser mit einem bestimmten Druck reinkommt, dann eine bestimmte Strömung aufbaut. Entscheidend ist, dass diese Strömung dann zum stoßartig aufhört, wenn ein Ventil schließt. Und da gibt es einen sogenannten Überdruck. Man spricht auch vom Wasserhammer-Effekt. Und bei diesem Wasserhammer-Effekt gibt es auch kurzzeitig Vakuumeffekte in der Flüssigkeitssäule. Also ein hochkomplexes System, kann man aber mathematisch beschreiben. Es gibt also verschiedene Wasserwellen, die vor- und rückwärts laufen, die dann die Ventile öffnen. Und Marukin spricht von einer Ablösezone. Das ist ein hydrodynamischer Begriff. Und so, das sind verschiedene Auszüge aus Patentschriften. Es reicht also, wenn das System ausreichend tief ins Wasser eingebaut ist. Nun, die haben im Jahr 2003 erste große Maschinen gebaut nach diesem System. Das ist ein Resonanzwidder mit Turbine. Das ist Turbine rechts. Das war in Spanien, in Teneriffa, auf einem offenen Meer, 33 Meter Tiefe versenkt. Das Ding hat geleistet etwa 93 plus minus 8 Kilowatt. Berechnet hat man es auf eine Nennleistung von 97 Kilowatt. Ausgangsspannung war 6000 Volt. Man hat eingesetzt einen Permanentmagnet-Synchrongenerator aus Israel, der dafür sehr gut geeignet war. Nun, das Gewicht war etwa 5 Tonnen, aber das Ding lief Tag und Nacht, weil es hängt nicht vom Strom ab, es braucht kein Diesel, es braucht kein Gas und nichts. Nun, Vorteile eines solchen Resonanzwiders, man kann das einbauen überall in Seen, Teichen, Flüssen, braucht keine Wasserzufuhren. Und interessant ist, bei diesem System, ich gehe nochmal zurück, wurde auch das Wasser erwärmt. Das liegt daran, dass die Zykluszeit relativ langsam ist. Man hatte hier, also ein normaler hydraulischer Widder läuft so im Takt von 1 bis 2 Sekunden. Das heißt, dieser Widderschlag ist periodisch, aber sehr langsam. Das macht also tak, tak, tak. Und deshalb baut man das ein in so kleine Häuschen, damit die Bauern in der Nähe nachts schlafen können. Hier haben wir eine Frequenz von etwa, also bei dieser Ausführung, die lag bei 12 Hertz.
Und jetzt ist es so, bei diesen niedrigen Frequenzen haben wir natürlich eine ganze Menge Verluste, die haben wir in jeder Hydraulik, und diese Verluste werden natürlich in Wärme umgesetzt. Das heißt, wir haben hier einerseits elektrische Energie, andererseits Wärme, die man auch nutzen kann. Und wenn man das entsprechend berechnet, konnte man hier auch Wasser erhitzen, zum Beispiel bei einer Anlage von 500 Kilowatt, haben sie berechnet oder gemessen, das weiß ich nicht, konnte man Wasser in einer Tiefe von 20 Meter, das 15 Grad hatte, Meerwasser, auf 75 Grad erhitzen. Praktisch für die Zentralheizung. Auch eine Möglichkeit. Jetzt Frage Bauformen. Wie groß sind die Dinger? Die waren also damals in der Konstruktion das Gesamtrohr 21 Meter. Hier innen drin ist der eigentliche hydraulische Widder in Rohrform. Und das sind etwa die geometrischen Daten. Und man braucht hier in dem Fall eine Tiefe von 21 Meter, um den erforderlichen Anfangsdruck oder Betriebsdruck zu haben. Das sind weitere Geräte, die gebaut wurden, in verschiedenen Firmen in Europa eingesetzt, allerdings diskret. Ich habe die Adressen nicht, weil die Kunden wollen nicht bekannt gegeben werden. Und es ist sozusagen ein Kundenschutz. Größenordnung 1000 Kilowatt leisten die Dinger, aber nicht ganz leicht, also relativ groß, und das Investment ist natürlich auch einiges, wo man da aufwenden muss. Hier sehen Sie, das Wasser pulsiert, und jetzt haben wir einen pulsierenden Wasserstrom, und aus einem pulsierenden Wasserstrom oder einen solchen zu verwenden, um die Turbine anzutreiben, ist nicht so einfach. Und da gibt es spezielle Turbinen, das ist die sogenannte Segner-Turbine, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, da kann das Wasser hier reingehen und dann fängt die an, sich zu drehen, und das funktioniert auch, wenn Sie ein Schwungrad noch haben, wenn das Wasser pulsiert. Und mit dieser, eine solche Turbine ist dann gekoppelt zu einem solchen Elektrogenerator mit Permanentmagneten aus Israel, wie ich sagte. Das sind Anlagekonstruktionen, ich weiß nicht, wo das ist, möglicherweise in Russland, wo solche Türme gebaut wurden. Nun, wartungsfreier Betrieb ist garantiert 10 Jahre lang. Man muss es nicht stoppen, es läuft und läuft und läuft. Das sind zwei Anlagen, rechts zu sehen. Okay. Das sind nochmal die Dimensionen, die sehen Sie, sind relativ groß, arbeiten im Herzbereich, also 10, 20 Hertz, benötigen zur Umwandlung der Wasserstöße spezielle Generatoren. Also ist es schon etwas speziell. Jetzt die neueste Entwicklung, das ist die Entwicklung, an die wir zurzeit dran sind und die Sie möglicherweise interessiert, ist es eben so, die Geräte, die jetzt entwickelt wurden, machen relativ große Leistungen, sind also nicht gerade so für den Hausgebrauch zu benutzen. Das ist der Innenaufbau einer solchen Stahlröhre, die relativ klein ist, ist etwa 80 cm hoch, hat eine Wandstärke von 25 mm und ist in der Lage, einen hohen Betriebsdruck auszuhalten. Was ist der Grund dafür? Marugin hat sich gesagt, das Grundprinzip kann ich ja auch realisieren, wenn ich das Ding kleiner baue. Nur, dann kann ich nicht mehr mit dem normalen Wasserdruck arbeiten, in einem See oder so, sondern ich muss den Druck künstlich erzeugen. Künstlich heißt, er erzeugt jetzt Drücke zwischen 2.000 und 3.000 Bar, die kann man ja hineinpumpen. Und ich lasse das Ding laufen, das läuft dann aufgrund der geometrischen Daten bei einer wesentlich höheren Frequenz, bei 3.000 Hertz. Also höherer Druck, höherer Frequenz, damit kriege ich große Leistungen oder vergleichbare Leistungen in wesentlich kleinerem Volumen, wesentlich kleinerem Gewicht und so weiter zustande. Interessant ist das Geräusch. Ich habe einige Wochen mit Marokün, ich bin seit etwa einem Jahr mit ihm in Kontakt, diskutiert, ja, aber das macht doch sicher Krach. Also es vibriert ja nur noch. Er sagte, nein, Geräusch ist 0,2 dB, das hören Sie gar nicht. Der Grund liegt daran, dass intern das Wasser zwar schwingt oder vibriert, aber mit einer relativ hohen Frequenz und die Schwingungsamplituden sind relativ klein. Und das Ganze läuft noch isotrop ab, das heißt, es wird keine Wärme produziert, weil diese Taktfrequenz so gering ist, dass praktisch keine thermischen Verluste entstehen. Auch noch interessant. Jetzt die neuen Druckresonanzwandler, die muss man nicht mehr irgendwo in den See hineinhängen. Es reicht, den Druck aufzubauen, Zyklusfrequenz zu erreichen und übrigens diese hohen Drücke, die entsprechen praktisch Wassertiefen oder Höhen von 26 Kilometer, das kann man hier auf der Erde ja gar nicht erreichen. Ja, ja, 26.000 Meter. Aber das ist nur theoretisch im Prinzip. Okay. So, nun
sehen wir hier ein Bild, das auch aus dem Internet, können Sie alles im Film auch nachsehen, Marokin, wie er hier ein Ventil montiert, das man zum Start braucht. Dieser hydraulische Widder wird ein einziges Mal über eine starke Druckwelle angestoßen. Sie wissen, kennen das ja vielleicht aus der Elektrotechnik. Sie haben Resonanzkreise und wenn die speziell konstruiert sind, brauchen sie vielleicht einen plötzlichen Stoß, eine Spannungswelle oder sowas, um das Ding anzustoßen. Das ist im Prinzip das Gleiche. Der Grund ist der, Sie haben hier so einen hohen Druck, damit das Wasser sich mal bewegt, müssen Sie da einen hohen Druck hineingeben. Und das müssen Sie machen. Und der Druckstoß kann über eine Ultrahochdruck-Laborpumpe oder über spontane Kompression eines Gases erzeugt werden. Nun, es ist dann nicht erforderlich, dass man nach dem Start, wenn das Ding läuft und schwingt, also es schwingt eine Fluid-Gas-Säule, das zeige ich nachher noch, dann läuft das und läuft das, ich muss es nicht mehr ausschalten. Es läuft 10 Jahre und weiter. So, Leistungen. Er hat ein Patent angemeldet, das inzwischen erteilt ist, am 30.01.2014. Da steht drin in dem Patent, man kann also zum Beispiel 65 Kilowatt bis 65 Megawatt erzeugen, entsprechend dem Druck. Das gibt eine genaue Formel zwischen dem notwendigen Druck und der erreichbaren Leistung. Lässt sich im Prinzip kostengünstig produzieren und ermöglicht Energiegewinnung durch direkte Kopplung an nukleare Vibrationsenergie. Das werde ich noch etwas näher erläutern. Ursprünglich, also vor einem Jahr, haben wir noch diskutiert mit Marokin, ja, wo kommt die Energie her, fragen alle Leute. Er sagte, ja, die Gravitation ist beteiligt. Natürlich ist beim hydraulischen Widder die Gravitation beteiligt. Aber die Gravitation ist ja ein sogenanntes konservatives Feld. Konservatives Feld heißt, während einem solchen Prozess, das heißt, wenn Sie ein Umlaufintegral machen, vom Anfang bis zum Ende haben Sie immer dasselbe. Das heißt, wenn die Gravitation sich nicht ändert, wie bei Tidensystemen und so weiter, können Sie nichts gewinnen. Das heißt, die Gravitation allein kann es nicht sein. Jetzt ist es so, dass bei diesem System, wenn diese Flüssigkeitswelle oder Säule schwingt, dann schwingt auch der innere Stahlrohr, also innen drin zwei kleinere Stahlrohre, die schwingen oder vibrieren auch. Und das ganze Metallkristallgitter schwingt. Das heißt, Marokin geht jetzt heute davon aus, dass die Schwingungsenergie irgendwie über eine Kopplung zu den Nukleonen oder zu den Molekülen, Atomen und so weiter übertragen wird. Das bedarf sicher noch eines erheblichen Forschungsaufwandes, um genau darzustellen, wie dieser Energieprozess läuft. Nur, er läuft, weil Marokin hat Dutzende, wenn nicht Hunderte solcher Anlagen schon gebaut in Europa und in Russland. Und auch verkauft. Und was verkaufen kann man logischerweise nur, wenn es funktioniert. Sonst kriegt man Probleme. Nun, ich habe die großen Anlagen gezeigt. Es gibt auch kleine Anlagen. Das ist zum Beispiel die 100-Kilowatt-Anlage. Also 100 Kilowatt heißt maximal, wo man dann einen bestimmten Druck hat. Und das ist die Leistung, 115 hier. 32 Kilo wiegt das, ist also noch handlich, kann man unter den Arm nehmen. Und es gibt sogar Mini-Anlagen für 20 Kilowatt in der Größe einer Cola-Dose, zeige ich auch gleich. Aber diese Kleinanlagen sind hochkompliziert in der mechanischen Ausführung. Das heißt, es braucht äußerst präzise Feinmechanik, weil die Toleranzen nur sehr gering sein dürfen. Das ist zum Beispiel so eine Cola-Dosengröße, das liefert also 20 Kilowatt. Sie würden jetzt vielleicht sagen, ja, das ist vielleicht Utopie, aber wir haben es gesehen, er hat es uns gezeigt. Und solche Geräte werden bereits derzeit in Moskau von einer großen Uhrenfabrik produziert am laufenden Band für einen Auftrag aus Europa. Ich kann sagen aus der Schweiz, ich sage nicht wer, ich weiß es auch nicht, aber das läuft. Das sind die Teile, Sie sehen hier Hochpräzisionskleinanlage. Allein die Schwierigkeiten, die man hier schon hat, bestehen darin, dass man Drucksensoren, man muss ja beim Starten des ganzen Dings, muss man ja über Sensoren genau messen, wie sich der Druck aufbaut. Sensoren für so kleine Systeme bei so hohen Drücken gibt es im Prinzip kommerziell nicht. Das heißt, man muss Spezialanfertigungen machen lassen und das ist nicht so einfach.
So, jetzt haben wir zwar Energie, aber wir haben noch keinen Strom. Bisher bei den großen Anlagen haben wir einfach Generatoren genommen, die es irgendwie gibt, und die haben dann Strom gemacht aus den schwingenden Flüssigkeitssäulen. Hier haben wir nur eine Vibration. Jetzt gibt es ja seit vielen Jahren, das ist schon bekannt, piezoelektrische Materialien. Sie kennen das ja auch von Quarz, Quarzuhren und so weiter. Das heißt, wenn ich auf solche Materialien einen Druck draufgebe oder Druckschwingungen draufgebe, dann habe ich eine direkte Umwandlung von Druck in Spannung. Man nennt das Piezo-Effekt. Und das berührt darauf, dass wenn das Kristallgitter eines Materials, in dem Fall eines Keramikkörpers zum Beispiel, sich verändert, dann werden Elektronen, praktisch elektrische Ladungen, auch angehäuft an dieser Stelle, und es bildet sich eine Spannung, die man nutzen kann. Es gibt ja den umgekehrten Effekt, den kennen Sie vielleicht bei den Sensoren, wo Sie, oder der umgekehrte Effekt, wenn Sie eine Spannung anlegen, dann gibt es einen mechanischen Effekt. Nun zur Frage der Wandlungsverluste. Alles hat einen Wirkungsgrad natürlich. Er sagt, aufgrund der kurzen Zykluszeiten der Druckschwingungen bei dem Gerät, die bewegen sich im Bereich von den Drittel Millisekunden, also etwa 3000 Hertz, treten keine Wärmeverluste auf. Wir hatten einige Wochen lang mit Ihnen diskutiert, ja, aber wenn ich jetzt 1000 Kilowatt in einer solchen Röhre habe und ich habe nur Verluste im Prozentbereich, dann wird das Ding ja gewaltig warm. Dann hat er gesagt, nein, das wird nicht warm. Sie haben das alles getestet, 2 Jahre lang, keinerlei Probleme. Der Grund liegt daran, dass die Umwandlung völlig adiabatisch passiert. Es gibt also keine Probleme mit Verlustwärmung im mechanischen Bereich. Wir kommen dann jetzt noch zum elektrischen Bereich. Nun, ich sagte, über piezoelektrische Konverter erfolgt die Umwandlung. Das ist so ein Prinzipschaltbild. Wir haben also am Ausgang hier oben eine Spannung, weil wir innen drin, außer den kleinen Stahlröhren, noch piezo-keramische Wandler haben. Die zeige ich nachher dann noch. Wir machen ja noch einen Bericht aus Moskau und da sehen Sie das. So, ich gehe mal weiter. Das ist ein Prinzipbild der Umwandlung, sodass man am Schluss dann zum Beispiel, wenn man das will, 400 Volt Drehstrom hat mit 50 Hertz oder was auch immer. Ich gehe im Detail nicht darauf ein. Das ist im Prinzip die Anordnung, wo dann die Elektronik auch drin ist. Das macht man heute nicht mehr mit Trafos, das wird ja viel zu groß, und mit IGBTs, also Transistortechnik. Und das ist nicht ganz billig natürlich für so eine große Leistung, aber man kann sich anpassen. So, nun kommen wir zum Besuch bei Dr. Marukin in Moskau, und da gebe ich das Mikrofon meiner Frau. Eingeschaltet. Ja, es funktioniert. Ich finde es ganz toll, dass mein Mann mir das Feld überlässt, wenn es darum geht, etwas mehr in die Praxis zu gehen. Nicht? Also ich finde, die Theorie ist ja auch gut für den Aufbau. Also es ist so, dass wir anfangs in der dritten Juliwoche sind wir dann gestartet zu der Reise nach Moskau, und zwar mit einem, mein Mann und ich, mit einem Team von verschiedenen Unternehmen noch, die auch interessiert sind an der Technologie. Einige sind sogar hier unter uns. Und wir konnten dann dort auch verschiedene Gespräche mit Dr. Marukin durchführen, Lizenzverhandlungen. Dr. Marukin hat uns dort ganz praktisch Einblick in die Technologie gegeben. Wir konnten dann auch in die Russische Akademie der Wissenschaft gehen, da sehen Sie dann später etwas. Also hier, wir haben natürlich die freien Stunden auch dazu benutzt, um Moskau etwas zu besichtigen. Den Pavel Elfimov sehen wir dort auf dem, ist gleich unter dem. Ja, genau. Ich muss vielleicht sagen, Pavel hatten wir engagiert aus St. Petersburg, eigentlich als Übersetzer, weil er war schon Referent bei einer unserer Kongresse in München vor 2 Jahren. Okay. Und wir wussten, dass er Experte ist, auch in der Technik. Er ist Raketeningenieur, hat also Raketen losgelassen. Okay. Ja, es war ganz fantastisch, wie in der Woche auch sich das Team aus
mehr oder weniger unbekannten Leuten sich zusammengefunden hat, auch zusammen mit Dr. Marukin, und wie ein Energiefeld entstanden ist. Es war so was Schönes und Angenehmes, auch mit Pavel. Und das war für uns auch eine Überraschung. Wir kennen ihn seit ein paar Jahren, aber noch nicht so intensiv. Und ursprünglich war eigentlich nur vorgesehen, dass Pavel die Übersetzungen macht aus dem Russischen ins Englische für uns, weil Dr. Marukin nicht so gut Englisch spricht. Dann hat sich aber im Laufe der Woche auch eine ganz fantastische Zusammenarbeit zwischen ihm und Dr. Marukin und umgekehrt ergeben, nicht wahr? Sodass zum Teil dann auch nächtliche Gespräche zwischen you understand what I said. Okay. I can just say that in English, during the days we have had conferences with Dr. Marukin and our team, and after the conference and in the night, Pavel has discussed with Marukin more details. So the next morning we have had an update. So also nachts hat er immer mit Marukin gesprochen, der hat ihm sehr viel mitgeteilt, auch sehr viel Unterlagen geschickt, und am nächsten Tag konnten wir wieder auf einer neuen Basis weitermachen. Okay. Ja, und die letzte Konsequenz der Zusammenarbeit ist eigentlich, dass er für uns dann die Produktion der Geräte übernehmen wird. Und das erste ist natürlich Produktion, ja. Ja, und der neuesten Version, und das ist natürlich absolute Sensation für uns, weil wir vertrauen ihm 100%. Man sagt zwar oft, die Qualität der Arbeiter in Russland sei nicht so exzellent, aber wir vertrauen dir 100%, sodass wir sicher sind, dass das gut kommt. Ja, man muss vielleicht hinzusagen, wir haben gesehen, viele Geräte, Maschinen und Messinstrumente, die russische Firmen verwenden, stammen aus dem Westen, aus der Schweiz, aus Deutschland und so weiter. Das heißt, die haben hochqualitative Unterlagen, Instrumente. Und es ist ja bekannt, bis diese Geschichte da mit der Ukraine passierte, gab es einen großen Austausch auch zwischen Deutschland. Wir kennen hier einige Unternehmer, die sind durch diese politischen Probleme ziemlich belastet worden, weil Aufträge weggefallen sind und so weiter. Okay. So, jetzt mache ich erstmal weiter. Ja. Du kannst kurz hinsehen. Wir sind also dann zunächst mal, wir waren ja Mitte Juli dort in einem Konferenzraum des Hotel Marriott Courtyard, das ist nicht so weit weg vom Roten Platz gewesen. Und da hatten wir einen Raum gemietet und der Marukin ist dort dann am Morgen eingetroffen. Hier ist er mit einem Ingenieur von einer Firma, der Firma Future Energy, und hat die Theorie uns noch etwas beigebracht, wobei wir natürlich schon einiges wussten. Und die Übersetzung in diesem Fall ins Deutsche und vice versa hat ein professioneller Übersetzer besorgt. Marukin wollte unbedingt, dass wir einen deutschen Übersetzer haben, weil Pavel spricht zwar gut Englisch, aber vielleicht nicht so umfangreich mit allem Wording und so weiter. Und der Übersetzer hat das gut gemacht. Wir hatten nur ein kleines Problem. Der Übersetzer, wie ich das manchmal auch mache, sprach direkt in die Worte von Marukin hinein, weil der Marukin war auch sehr schnell. Und dann kam da Englisch und da Deutsch, zwar gut verständlich. Und dann hatten wir noch holländische Unternehmer dabei. Die hatten dann, der eine konnte gut Englisch, der andere besser Deutsch. Und dann war das ein bisschen schwierig. Aber es verständlich. Jedenfalls hat Marukin viel gezeichnet und illustriert, live. Er hat die ganzen Formeln erklärt, wie das mit der Hydromechanik passiert, Bernoulli-Gleichung und so weiter. Sie kennen das ja alles, oder vielleicht nicht. Und es konnten jedenfalls sehr viele Fragen dann geklärt werden. Hier sehen Sie ein bisschen was von der Elektronik. Das ist eben so ein Ring aus Piezo-Keramikmaterial, der ist in dem Fall 5 mm dick und der kann eine Spannung produzieren von bis zu 20.000 Volt. Das heißt, wenn man hier Druckschwankungen drauf gibt von 2.500 Bar, dann entstehen hier an den Enden solche Spannungen. Nun, man richtet natürlich dann die Hochspannung gleich, man speichert die erstmal auf dem Kondensator und dann geht es auf IGBT-Schaltungen. Das ist natürlich nur ein Teil daraus, das ist natürlich nicht für 1000 Kilowatt, vielleicht für 20, 30 Kilowatt, und das muss man dann zusammensetzen. Das ist also eine Herausforderung. Hier hat er uns am Tisch aus seiner Aktentasche die Cola-Dose rausgeholt, ist also etwas teureres als eine Cola-Dose. Das ist der äußere Stahlkörper von diesem
kleinen Generator, das ist der untere Teil, das sind die Innenteile. Wir haben ja verschiedene Tuben, also kleine Röhrchen, wo dann dieses ganze System abläuft. Und das macht also, wie gesagt, 20 Kilowatt. Nun, ich sagte schon, Präzision ist sehr hoch, ist nicht einfach zu machen. Es ist auch nicht ganz einfach in Betrieb zu nehmen. Und das ist also Hightech. Und das eignet sich also nicht, obwohl 20 Kilowatt klingt noch verlockend, es eignet sich nicht, um eine Serienproduktion jetzt für Hausanwendungen zu machen. Nun, wir sind dann am nächsten Tag... Ja, das habe ich vorher gesagt. Ich habe gesagt, dass zurzeit eine größere Menge von solchen Cola-Dosen, sprich kleinen Geräten, produziert werden. Und zwar für eine, das ist ein Schweizer Auftrag, ich sage nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Okay, aber es gibt natürlich Applikationen, können Sie sich vorstellen. Nehmen wir an, 20 Kilowatt ist so etwas ein Dieselgenerator, so ein Baumaschinengenerator. Und wenn Sie jetzt irgendwo im Gelände draußen sind und brauchen plötzlich Strom aus irgendwelchen Gründen, Sie müssen vielleicht irgendwie ein Geschütz aufstellen oder weiß ich was, und es fehlt der Strom und die Stromleitung ist nicht da, Steckdose fehlt, und einen Dieselgenerator anzuwerfen ist nicht sehr geschickt. Aber da so eine kleine Büchse da dabei zu haben in der Hosentasche, das wäre natürlich ideal. So, also es gibt genügend Applikationen, natürlich auch in der Raumfahrt, ESA, Schweizer Firmen sind in der Raumfahrt tätig und so weiter. Da läuft also einiges hinter den Kulissen, wir haben da nur einiges angedeutet gehört, es gibt also mehr als wir wissen. So, wir waren dann am anderen Tag in einer großen Stahlbaufirma, willst du da was dazu sagen? Wir wollten ja praktisch auch was sehen. Wo genau, also wir gebaut? Haben, mein Mann hat am Anfang gesagt, die Technologie wurde ja zusammen von Dr. Marukin und Herrn Kutienkov entwickelt. Und Herr Kutienkov ist Teil oder Chef einer Firma, die die Metallteile produziert. Da haben wir am, wann war das? Dritten Tag haben wir die russische Firma, Produktionsfirma besucht. Eine von mehreren, ja. Kannst du mal weiterschalten? Ja, also es gibt noch in Russland allein 5 weitere russische Firmen, die in der Lage sind, ja, die Unterlagen haben, um solche Sachen zu bauen. Oder es ist deshalb interessant, weil das Pricing, also die Herstellkosten sind in Russland wesentlich geringer, als wenn sie dasselbe in Spanien, Frankreich oder Marokko bauen lassen. Die haben also Vergleiche angestellt und Marokko hat es gesagt, das ist zum Teil 10-fach billiger. Das heißt, auch wenn sie es dann aus Russland dann ausführen müssen oder wenn sie Tax zahlen müssen, ist es immer noch billiger. Nächstes, ja. Also links sehen Sie Herrn Kutienkov. Er ist Generaldirektor der Firma Power Engineering of the Future. Und rechts ist Gennady Ovakimyan, Generaldirektor der Produktionsfirma, die wir dann auch besichtigen konnten. Kannst du vielleicht weiter? Ja, in dieser Firma werden eben verschiedenste Produkte hergestellt, nicht nur das. Das ist also nebenbei. Es kommt vielleicht mal ein Auftrag rein für ein paar Dutzend solcher Generatoren. Dann machen die wieder was und dann ist wieder Schluss. Hier zeige ich vielleicht ein paar Bilder aus der Firma. Sie sehen Stahlbaufirma, die machen alles Mögliche. Wir haben auch gesehen Produkte, die sie zurzeit herstellen. Alles, was mit Stahl zu tun hat. Was aufgefallen ist, uns Western natürlich, ja, da stehen aber wenig CNC-Automaten um. Es gibt welche, aber die sind natürlich wie üblich unter einem schönen Käfig verkleidet und da sieht man nicht viel. Aber sie können auch computergestützt produzieren, sonst haben sie halt hier Handwerker, Dreher, die halt da die Löcher reindrehen und Schweißer hier und so weiter. Also klassische Stahlbaufirma, die ist 1930, glaube ich, entstanden. Die haben alles Mögliche gemacht, vielleicht im Zweiten Weltkrieg Panzer gebaut, sind also universell aufgestellt. Aber man muss sagen, die Firma, die produziert die Stahlteile, aber es auch die anderen Teile, also die Elektronik, was braucht es noch, die Kompressoren und so weiter, die werden dann dort auch zusammengebaut. Dann aber für den Transport zum Teile ins Ausland wieder auseinandergebaut, in Einzelteilen verschickt. Hier eigentlich das Schlussbild der Besprechung am Mittwoch. Ja. Am Mittwoch, die letzte Besprechung mit Dr. Marukin im Hotel.
Schlossbild vor dem Hotel und rechts sehen Sie ein Bild beim, also man muss vielleicht noch Folgendes sagen, Dr. Marukin ist eigentlich sehr gut befreundet mit Dr. Kortow, von der, dem Präsidenten der Russischen Akademie der Wissenschaften. Und dieser Dr. Kortow ist informiert über die Technologie und das war auch der Grund, weshalb wir eine Einladung bekommen haben oder weshalb wir in die Russische Akademie reingehen konnten. Wir haben zwar nicht das gesehen, was wir eigentlich sehen wollten, muss ich vielleicht schnell erklären. Wir wollten die 1-Megawatt-Maschine in der Russischen Akademie in Funktion sehen. Der Grund, weshalb das nicht ging, war der, dass man die Demo nur in der Russischen Akademie sehen kann, weil die dort eine Druckkammer haben und die, wie mein Mann gesagt hat, muss die Maschine mit einem Druckstoß in Funktion gebracht werden und da braucht es eben die Druckkammer. Das heißt, die Russische Akademie verlangt dann auch einen sehr hohen Eintrittspreis, um eine solche Demo zu sehen. Uns hätte weil das es braucht relativ viel Vorbereitungen. Ja. Wir gehen jetzt nicht auf die Details ein, aber es war nicht so schnell zu stemmen. Aber wir haben jetzt eine andere Lösung. Okay. Ja, wir hätten 250.000 Euro bezahlen. 150.000 Euro bezahlen müssen, quasi als, um eine Demo der 1-Megawatt-Anlage zu sehen. Und das war uns einfach kurzfristig nicht möglich. Aber wir haben die Röhre dann doch gesehen, nicht in Funktion. Aber das sehen Sie dann. Okay, da sage ich jetzt vielleicht was dazu. Genau. Wir waren dann eben eingeladen, zu der Einladung vielleicht noch zu sagen, also da mussten wir unsere Pässe kopieren und Näheres angeben, warum wir kommen, was wir machen, was für Funktionen wir haben. Aber es hat geklappt. Dann das Gerät, das wir dort gesehen haben, das dient vor allem zu Schulungszwecken. Das heißt, es wird immer wieder eingesetzt, weil Marukin selber ist zwar der Erfinder, aber er kann natürlich nicht diese ganzen Vorbereitungsarbeiten, Startarbeiten selber machen. Das heißt, er hat ein ganzes Team von Ingenieuren, die das machen und die werden instruiert. Vielleicht noch Folgendes zu sagen, Marukin ist zwar teilweise in Moskau, in Russland, teilweise aber auch auf Teneriffa. Er ist also auch, hat auch einen spanischen Pass, weil die Hauptfirma in Spanien ist. Nun, damit eine 1-Megawatt-Anlage in Betrieb gehen kann, müssen die hydraulischen Schwingungen durch einen Kompressionsschock gestartet werden. Außerdem muss oben komprimierte Luft eingebracht werden. Das kann man entweder über eine Hochdruckpumpe machen, die recht anspruchsvoll ist, oder mit mehreren Schritten mit kleinen Kompressionen. Dann sehen Sie hier jetzt so ein Querschnittsbild von der Röhre, die wir da gesehen haben. Das sind also die Innereien. Und wie daraus hervorgeht, wird das Gefäß gefüllt mit Wasser, natürlich mit destilliertem Wasser, das soll ja kein Rost geben. Oder Glycerin geht auch, hat ein bisschen andere Eigenschaften. Und im oberen Teil befindet sich ein Luft- oder Stickstoffpolster. Im Betrieb schwingen oder vibrieren Wasser-Luftteilchen wie beim hydraulischen Widder hier hin und her, wobei wir auch einen ständigen Durchsatz haben. Der hydraulische Widder nimmt ja ständig Wasser auf am Eingang. Wobei wir haben also einerseits hier einen Durchsatz und das Wasser, das dann hier außenrum hochgeht, kommt natürlich dann da oben wieder rein. Gleichzeitig gekoppelt mit einer Vibration. Nun, die Funktion, wir haben ja keine Ventile mehr, das habe ich noch nicht gesagt, die braucht es nicht, weil bei diesen hohen Drücken ergibt sich automatisch eine Ventilfunktion, wenn variable Hochdruck- und Niederdruckzonen des Wassers aufeinandertreffen. Und das ist natürlich sehr genau eingeregelt oder regelt sich automatisch durch das Hin- und Herschwingen der Wasserwellen. Vielleicht noch ein Hinweis warum Herr Marukin in Spanien ist. Er hat natürlich jahrelang auch in Russland die Dinge entwickelt und hat auch versucht, mit der russischen Regierung Kontakt aufzunehmen, damit die in Russland verwertet werden könnte. Ist aber mehrfach vor verschlossenen Türen gestanden. Also die haben ihm bedeutet, dass sie sehr stark abhängen von der Öl- und Gasproduktion und eben daher kein Interesse haben bisher an der Technologie. Daraufhin ist er nach Spanien disloziert. Er ist aber teilweise ein paar Monate zwischen hinein in Moskau und dort konnten wir ihn eben treffen.
Gut, hier sehen Sie nochmal den unteren Teil dieser Röhre, wo hier das seitliche Ventil ist, das zum Start genutzt wird. Und wenn man dann so eine Druckwelle erzeugt, dann muss das nicht heißen, dass das Ding sofort richtig losläuft. Das liegt daran, dass bei jeder Produktion man gewisse Material- und Maßtoleranzen hat und die sind sehr kritisch. Das heißt, man muss einige Parameter ändern, zum Beispiel eine Membran ändern, ein anderes Material machen oder gewisse Bolzen ändern im Stoßventil. Und nach ein paar Versuchen, das können auch mehrere sein, funktioniert es dann. Und Pavel wird dann später am Schluss auch zeigen, wie das dann aussieht. Nun, wenn das erfolgreich startet, dann schwingt oder vibriert die Flüssigkeitssäule zusammen mit den inneren Stahlröhren, die natürlich auch vibrieren. Sie sehen jetzt, wie die Testsignale aussehen. Man hat also nach dem Start, das zeige ich hier nochmal, an verschiedenen Stellen kleine Öffnungen, wo standardisierte Sensorsysteme eingebaut sind, die genau den Druckverlauf messen können und der wird dann Oszillographen gegeben und dort dann überwacht. Das ist der Flow Pressure in the Pipe 1 und Pipe 2. Das sind also zwei Röhren, die verschiedene Durchmesser haben, die aufeinander innen drin sind. Nun, im stabilen Zustand erfolgen die Schwingungen zwischen einem Maximal- und einem Minimaldruck. Und wie Sie hier sehen, haben wir nicht ein normales Schwingungssystem mit einer harmonischen Sinusschwingung, sondern wir haben immer einen Druckstoß und dann wieder ein Plateau und dann nach einem gewissen Ablauf reduziert sich der Druck wieder auf, nicht gerade auf Null, aber auf einen geringen Wert und geht wieder hoch. Nun, die Energie zur Aufrichtung der Druckschwingungen wird direkt, sagte ich schon, offenbar vom atomaren Kristallgitter der Metallröhren geliefert. Man könnte also, philosophisch gesehen, von einer Art nuklearer Energie sprechen. Dabei handelt es sich aber weder um Fusion, es werden keine Teilchen fusioniert, es wird nichts gespalten, es werden keine Elektronen oder Neutronen ausgetauscht, also kein Isotopenwandel, sondern es geht nur um die Ankopplung an die nukleare Schwingungsenergie. Warum das geht, sagte ich schon, das muss man noch wissenschaftlich genauer forschen. Aber ich vermute mal, dass diese Ankopplung über subharmonische passiert, weil die eigentliche Vibronenschwingung der Nukleonen in einem sehr viel höheren Frequenzbereich liegt. Die liegt bei 10 hoch 15 Hertz. Wir haben einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, Dr. Hans Weber, der jetzt nicht hier ist, sondern in London. Der hat sich ausführlich mit der ganzen Thermodynamik auch von diesen Vibronenschwingungen befasst, ist zurzeit dabei, eine weitere Doktorarbeit zu diesem Thema zu schreiben. Und vielleicht kriegen wir dann mehr Aufschluss, wie das funktioniert. Das ist natürlich ziemlich theoretisch, aber wir haben ja gestern im Vortrag von Rico Paganini auch gehört, wie die Pyramiden, Quadern zum Teil hochgehievt oder transportiert worden sind. Und er spricht zum Beispiel auch von der Molekularschwingung der Atome, genau wie hier. Dr. Marukin spricht auch von der Molekularschwingung der Atome. Nun, ich sagte schon, die heute verfügbaren Keramik-Energiewandler, das ist so einen Ring, man braucht da mehr Ringe, die zusammengeklebt werden, damit sie eine gewisse Länge haben, von zum Beispiel 40, 50 Zentimeter. Und die sind in der Lage, Druckschwingungen in Spannung umzusetzen. Und da nun solche Geräte praktisch heute noch nirgends erfunden sind, sind die natürlich ohne Konkurrenz. Nun, wir hatten dann Verhandlungen mit Dr. Marukin geführt, bitte. Ja, also es ging um Lizenzverhandlungen und wir sind interessiert an einer Schweizer Lizenz, wobei wir die inzwischen auch noch etwas ausgeweitet haben auf andere Länder, aber davon vielleicht dann das ein anderes Mal. Ah, okay, kannst weitermachen. Ja gut, ich wollte nur ergänzen, dass sicherlich diese Art der Kernenergienutzung, sage ich mal, das Potenzial zu einer Energiewende oder Revolution haben könnte, aber so schnell kommt das wohl nicht. Kurz- und mittelfristig setzen die verantwortlichen Energiemächte, das haben wir schon gesagt, das war Russland, aber auch andere, natürlich USA, auf die klassischen Energien, inklusive Windenergie und so weiter, weil die gesamte Industrie, Finanz- und Staatswirtschaft immer noch von den Steuerabnahmen abhängt. Man kann also überhaupt nicht so schnell umstellen. Alles geht langsamer, das ist bei Methanol genauso. Man braucht Jahre, bis mal irgendwie was merkbar ist. Nun, Ziel und Strategie, jetzt kannst du was sagen.
Ja, ich glaube, es ist das Wichtigste, dass jetzt Pavel Elfimov zum Zug kommt. Ja, Moment, das haben wir noch kurz. Ja, also okay. Wir haben Firmen in der Schweiz, in Deutschland, Liechtenstein und den Benelux-Ländern, deren Unternehmer bei diesem Besuch in Moskau waren. Und wir haben uns entschlossen, unter dem Dach einer gemeinsamen Holding, das wird noch ausgearbeitet, in einer ersten Phase Energiegeräte der neuen Technologie zu lizenzieren. Das geschieht noch in diesem Monat. Und in ersten Prototypen bauen zu lassen. Das geschieht jetzt sehr sicher bei Pavel und er wird gleich dazu was sagen. Nun, wir sind es bewusst, dass in Europa und Russland schon Dutzende solcher Energiegeräte eingesetzt sind, lizenziert sind, aber wir haben keinen Zugang. Das hat bestimmte Gründe. Das ist einfach so, bei so einer brisanten neuen Technologie wollen die Leute, die das praktisch unter der Hand im Diskret einsetzen, nicht jetzt Heerscharen von Journalisten und Leuten kommen lassen, die könnten nicht mehr ruhig schlafen. Ja, das geht natürlich zum Teil auch von Dr. Marukin aus, weil er befürchtet eben auch den Gegenwind, den er auch erfahren hat. Er hat nämlich probiert, in Spanien eine staatliche Zulassung für die Technologie zu bekommen, also eine Zertifizierung. Und er hat, ich glaube, etwa 2 Jahre darauf gewartet und dann keinen Bescheid bekommen und das dann aufgeben müssen. Daher hat er eine andere Strategie zur Umsetzung jetzt. So, bevor Pavel spricht, möchte ich noch ein paar einführende Worte sagen. Ich hole jetzt sein PowerPoint auf den Schirm. Sie sehen, es arbeitet. Ich bin ein Langsamer, das heißt, mein Computer ist nicht ganz so schnell, aber wir werden das schon schaffen. Wird verarbeitet. Okay, I start with the first one. So, from the beginning. Okay, okay. I give you an introduction. Also, wie wir schon sagten, wir kennen Pavel schon mehrere Jahre. Wir haben sehr viele interessante Gespräche gehabt, aber ich muss dazu sagen, wir kennen auch die ganze Gruppe von Pavel. Pavel is not alone. We know your brother, yes, and your and colleague. My partner and yes, unser Partner. Our team. And I will say something about what you are doing in St. Petersburg. Pavel hat einerseits ein Produkt oder vertreibt ein Produkt, das zum Stromeinsparen hilft. To save electricity. What is the name of the product? Energy. 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 Like word. Ja, okay, wir haben darüber im Netzjournal schon berichtet und er hat einen Vortrag gehalten vor 2 Jahren im Sheraton Hotel Airport in München zu diesem Thema. Und außerdem hat er neuerdings, ist er in der Chemieindustrie tätig, das heißt, er ist in der Produktion tätig von Gummi, also für Reifen, aber mit einem Verfahren, das sehr viel umweltfreundlicher ist als das, was man heute kennt. Und das ist wahrscheinlich so die Haupterwerbsquelle. Okay, now you can start with your lecture. Good evening, dear colleagues. First of all, I want to say thank you very much for Inga and Adolf. Also, zunächst möchte ich ganz herzlich bedanken. For all what they do it for all of us and for all of world too. Für alles, it's was very wir important. It's bisher very getan important haben. Event. Und was wir noch tun wollen, okay. Yeah. And now about our working in planning, working in St. Petersburg. Nun einiges zu unseren Planungsarbeiten, die wir in St. Petersburg vorhaben oder tun, yeah, zurzeit. For produce with hydraulic resonance generator, have some specific of production of these units. Yeah. Um solche hydraulischen Resonanzgeneratoren zu produzieren zu können, braucht es gewisse Mindestvoraussetzungen, die zu tätigen sind. First of all, we must working very with very high pressure. Not normal high pressure, it's extremely high pressure. Ja. Zunächst müssen wir Einrichtungen anschaffen, die für Hochdruck ausgelegt sind, also nicht für normalen Hochdruck, sondern schon für extreme Hochdrücke. If usually we mean high pressure, it's 100 of bars. In this case, it's 1000 of bars. Also normalerweise von Hochdruck spricht man so mit 100 bar und mehr. In diesem Fall haben wir 1000 bar und mehr. And therefore, in St. Petersburg, we find a special place in industrial area where we can
working with extremely high pressure without problem. Und wir haben in St. Petersburg ein Industriegebiet gefunden, ein Areal, wo es möglich ist, mit Hochdruckeinrichtungen zu arbeiten ohne Probleme. It must be industrial place for first. It must open 24 hours per every day and 7 days per week. Also so ein Gelände muss natürlich für uns zugänglich sein, jeden Tag 24 Stunden, so dass man jederzeit rein kann. Also for working with so high pressure, we must have special register apparatur for example pressure sensors. Um mit solchen hohen Drücken arbeiten zu können, braucht es bestimmte Messeinrichtungen, sogenannte Drucksensoren, zum Beispiel von Kistler. Kistler ist eine Swiss Company in Winterthur. Yes. Okay. Yes. Exactly. Also Kistler kommt aus Winterthur, Schweiz. Aber die haben natürlich in der ganzen Welt ihre Vertretungen, auch in Moskau und St. Petersburg. And for registration of information from pressure sensors, we must have registration equipment from Kistler Company too, for writing all parameters from Story. Pressure sensors. Ja. Yes, also in memory. Von mehreren Drucksensoren parallel die ganzen Informationen verarbeiten zu können, über die Zeit weg und speichern zu können, braucht es spezielle Einrichtungen. Das sind solche Geräte. Yes, and also from Kistler Company, we must have software. Natürlich braucht es dazu auch die passende Software, die wird auch von Kistler geliefert. For calculation and prepare all information. Ja, yeah. Um alle Daten zu speichern und aufzubereiten, to make graphics and so on. Yes. Okay. But second, what we must do, we must produce with high pressure. High pressure in a liquid and from other side, high pressure in a gas. Okay. Wir müssen natürlich dann auch den Hochdruck erzeugen können, einerseits in der Flüssigkeit und natürlich in der Gaskolumne in diesem Behälter. Und das kann man tun mit solchen, das sind zum Beispiel handbetriebene, Sie sehen hier, die können wir mit Hand drehen, yes. Screw Pumps. Vom, yes, I'm explain. That is from HIP. Yes, okay. Yes. If we look on the market, about high pressure equipment, we find not so many companies who produce high quality equipment working with so high pressure, produce so high pressure. Also wenn wir auf dem Markt uns umgeschaut haben, fanden wir heraus, dass es nur ganz wenige Firmen gibt, die Hochdruckpumpen, also im Bereich bis 3000 bar und so weiter, anbieten für unsere Zwecke. From world leader. It's a hype company. It's a company from USA. It means high pressure. It's eine der bekanntesten Firmen, eine führende Firma auf dem Gebiet der Hochdruckgeräte, Pumpen, ist die Firma HIP, High Pressure. Sie ist, hat ihren Sitz in den USA. This equipment, what we can see on this picture, it's a hand-operated press, what possible produce extremely high pressure, up to 5,000 bar. Diese Pumpe, die wird handbetrieben, ist in der Lage, bis zu 5,000 bar zu produzieren. But working cycle, it's a very little volume of liquid. It's approximately 4 cubic centimeters. Also nur etwa 4 Kubikzentimeter von Flüssigkeit dient als Arbeitsflüssigkeit, mit der dieser Druck erzeugt wird. Natürlich geht das langsam, yes, slowly. For one cycle. Also yes. Für einen Zyklus, ja. It's equipment, it's specially for working with liquid, not for gas in the das liquid. Ist speziell eine Anordnung, um Flüssigkeiten in den Hochdruck zu bringen, nicht für, not for gases. And we must using. Wir haben die Neuigkeit bekommen, wir müssen hier alle spätestens 17:45 aus dem Saal, sonst gäbe es Schwierigkeiten mit der Gewerkschaft. Okay. Ich sage einfach, wir haben nur noch 10 Minuten Zeit. We have only 10 minutes, but I think it's enough. Okay.
It's, I'm faster. Nothing to do with you. This is equipment for produce high pressure in liquid from one side. And next equipment, it's a gas booster system for produce high pressure in gas. Das ist ein Gerät, das jetzt Hochdruck für Gase erzeugt, okay? Yeah, because when we tested our ready unit, for beginning we must have pressure test for liquid without gas. Also zunächst müssen wir Tests machen mit der Dichtheit der Röhre in Bezug auf Flüssigkeiten und erst danach mit Gas. Yes, but after it, when we have a working cycle of machine and have a gas pillow upper side, we must produce high pressure in a gas medium. Okay, danach müssen wir dann eben im Gasmedium Hochdruck erzeugen. Yeah. Okay. It's ultra high pressure valves, fittings and das sind eben verschiedene Teile für Hochpresseanlagen. Many aperture. On this picture you can see a special stand for testing and starting unit. Das ist eine spezielle Testanlage, um jetzt eine Einheit zu starten und in Betrieb zu nehmen. This including a special safely box. Das ist eine spezielle Box, die eine Sicherheitsbox, wo man das sicher machen kann. And special apparatur for produce high pressure. Und eine Spezialapparatur, wo sie Hochdruck erzeugen können. For produce units, we must first of all choose a material for all part according construction documentation from inventor, from Mr. Maruchin. Ja, das sind jetzt Bilder, die wir bekommen haben mit speziellen Instruktionen, wie wir diese Metallteile bearbeiten müssen oder was wir brauchen dazu. Yes, and very important, after choice material, we must check and test this material for all property, for example, for all property of stainless steel. Es müssen also die gesamten Eigenschaften der Stahlrohre genau gemessen überprüft werden. Because property of concrete, this part of material, very important for working all units. Diese Daten sind sehr wichtig, damit man die berücksichtigen kann bei der Inbetriebnahme. Okay. After we test and check all property of materials, we prepare working drawings. Ja, also working wir brauchen drawings. Dann natürlich Arbeitsunterlagen für die ganze Produktion. And after it, we parts manufacturing. Und dann natürlich Unterlagen für die Herstellung mit CNC-Maschinen. After we have a ready part, we have good quality control. Ja, und dann braucht es eine gute Qualitätskontrolle at the end, okay? Because all parts, it's very precision. Weil alle Teile sehr präzise hergestellt werden müssen. Yeah, on this picture you can see it's a part of units, what inside and outside. Hier sehen Sie die verschiedenen Teile, die innen in der Maschine, in diesem Stahlrohr sind und außen. After produce all parts of unit, we must assemble it. Nachdem and, alle Teile produziert sind, müssen wir zusammenbauen. Hier wird es assembled. Und die Parameter müssen dann getestet werden. And after it, we make hydraulic test. Und danach erfolgt dann der hydraulische Test. Man sagt auch Leckage-Test, also Sicherheitstest, um zu sehen, dass es absolut dicht ist, soll ja 10 Jahre dicht sein und mehr. Okay. And during 24 hours for no liquid from muss 24 Stunden total dicht sein, natürlich im Prinzip ständig. After it, we working quick with shock valve. Und danach wird dann mit dem Schockventil gearbeitet. And find optimal parameters for all parts of shockwave. Man muss dann die optimalen Parameter zu dem Start dieses Schockes herausfinden. Okay? And finally, we prepare all units for start. Und dann wird alles zusammengebaut für den Start. And finally, we make serial experiments und dann for werden,
find optimal parameters for start and constantly working ready units. Dann werden Serienexperimente gemacht, um die optimalen Parameter für den Start zu finden. This is an example. Die schwarze Linie zeigt, wie das dann richtig läuft. It's und wie a constantly working unit. That is a konstant arbeitende. This is not working units, only short starting and not working, because it's a parameter not right. Ja, und Sie sehen bei der roten Linie, dass gar nichts funktioniert, das heißt, die Parameter waren nicht richtig, und bei grün fängt es ein bisschen an und hört er bitte auf. Okay. For starting with units, we must step by step find optimal parameter. Man muss starting. Eben dann zum Start nach und nach die richtigen Parameter finden. Okay? That's all, thank you very much. Thank you very much.